Ja, die Lage der arbeitenden Klasse in England ist eine Jugendschrift von Friedrich Engels, geschrieben Anfang 1845. Es ist eine Pionierarbeit in vieler Hinsicht, wird auch heute noch so gepriesen als solche. Es ist eine Pionierarbeit der empirischen Sozialforschung, auch der Stadtsoziologie, der Bewegungsforschung. Es ist sowohl theoretisch als auch empirisch hochinteressant. Damals war das Material natürlich völlig unbekannt, was Engels dort ausgebreitet hat. Er hat aber auch Sachen gemacht, die man damals kaum kannte. Man kann es also zum Teil eine Sozialreportage nennen, denn er hat mit den Leuten, den Fabrikarbeitern in Manchester vor allen Dingen, ausführliche Gespräche gemacht, also heute würde man sagen Interviews, und er hat auch beobachtet, wie die leben und ist in ihre Wohnviertel hineingegangen. Also dieses Buch ist prallvoll mit empirischem Gehalt. Engels hat damals die Wirkung der großen Reform der Armengesetze von 1834 auch mit berücksichtigt. Dadurch wurden die sogenannten Arbeitshäuser eingeführt, und es gab auch schon einige wenige Arbeiterschutzgesetze, die er durchaus gewürdigt hat, aber er sah das nicht als eine wirkliche Verbesserung der Lebenslage der Industriearbeiter. Seine Darstellung ist sehr detailliert, was die Lebensverhältnisse angeht. Es geht also über die Wohnverhältnisse, die Ernährung, die Kleidung, den Alltag, natürlich die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken. Und das ganze Buch ist eine der ersten ökologischen Kritiken des modernen industriellen Kapitalismus, denn Engels geht sehr im Detail darauf ein, wie in der neuen Industriestadt und Industrieregion Manchester und den Industriestädten darum herum zusammengeballte Fabrikindustrie, wie die Umwelt zerstört. Also er behandelt ausführlich Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Bodenverschmutzung, Abfälle, die Krankheiten, die daraus entstehen, zum Teil natürlich auch aus den elenden Wohnverhältnissen. Und er zeigt, wie das zu steigender Sterblichkeit führt, zu Kindersterblichkeit. Er zeigt sehr klar den Zusammenhang der ökologischen Frage, die er auch klar thematisiert als eine Schranke für die industrielle Entwicklung, für die kapitalistische Entwicklung. Der Kapitalismus braucht sozusagen natürliche Ressourcen wie etwa sauberes Wasser, aber in der Industrie wird das dauernd in Jauche verwandelt. Und so sagt Engels, damit untergräbt dieses Industriesystem seine eigenen Voraussetzungen. Und es macht die Leute krank, es macht die Leute arbeitsunfähig, schwach. Es hat also alle möglichen Wirkungen, negative Wirkungen, die auf die Dauer immer schlimmer werden. Bemerkenswert ist auch die Untersuchung der Arbeiterbewegung, die es ja damals gab. Also Engels war derjenige, der Marx zum ersten Mal in Kontakt gebracht hat mit der tatsächlich existierenden gewerkschaftlichen politischen Arbeiterbewegung. Die hatte in England damals ihre stärksten Truppen, die hatte bereits ihren Höhepunkt in etwa überschritten, aber es gab sie noch. Und gerade Manchester war ein Zentrum der politischen Arbeiterbewegung in England. Und Engels beschreibt sehr im Detail und untersucht auch, wie ist es eigentlich möglich, dass diese Leute mit ihren elenden Lebensverhältnissen, die eigentlich, wie er immer wieder sagt, demoralisiert werden durch ihre gesamten Lebensumstände, wie die doch in Bewegung kommen und sich sozusagen aufraffen zu einer sozialen und politischen Massenbewegung, die er dann auch im Detail und in ihrer schrittweisen Entwicklung analysiert. Alle diese frühen englischen Analysen sind eingegangen ins Kommunistische Manifest zum Beispiel. Dort finden wir eine Kurzfassung dieser Analyse der Entstehung der Arbeiterbewegung durch Engels, oder in Marx Kapital, wo ähnliche ausführliche Darstellungen, Untersuchungen über die Lebensverhältnisse der Industriearbeiter gegeben werden. Und diese Jugendschrift von Engels gehört zu den am häufigsten lobend zitierten und erwähnten Werken, auch wiederum in Marx Kapital.
Engels hat zusammen mit Marx als ganz junger Mann in polemischen Schriften 1845, dann 1846, 47 eine gemeinsame Konzeption entwickelt einer neuen Sozialwissenschaft. Die nannten sie dann manchmal sehr bescheiden unsere Auffassung oder die materialistische Auffassung, materialistische Geschichtsauffassung. Engels hat in der Arbeitsteilung, die zwischen ihm und seinem Freund Marx bestand, eine bestimmte Rolle gespielt. Er hat dann Marx, nachdem er den Anfang gemacht hat, die Kritik der politischen Ökonomie weitgehend überlassen, hat aber daran mit ihm zusammengearbeitet. Und er hat sich auf andere Sachen konzentriert, auf Geschichtsschreibung, auf internationale Politik, auf Krieg und Militär, auf Naturwissenschaften, auf Sprachwissenschaft. Er hat sehr viel gemacht. Und das wurde von beiden als Teil ihrer Arbeitsteilung gesehen. In seinen letzten 25 Lebensjahren, 1870 ist er aus dem Geschäft seines Vaters ausgestiegen und nach London umgezogen und war dann eine Art Gentleman-Wissenschaftler. Also ein freischaffender Publizist und Wissenschaftler. Und da hat er sehr viel getan zur Verteidigung, zur Richtigstellung der Marx'schen Theorie und seiner Auffassung. Er betrachtet es ja als ihr gemeinsames Werk, völlig zu Recht. Etwa in der ersten Artikelserie, dann dem Buch, das wir heute kennen unter dem Kurztitel Anti-Düring. Das enthält sehr viele Klarstellungen. Aber Engels hat es dabei nicht bewenden lassen. Er hat dann weitergearbeitet, er hat Fortsetzungen geliefert, er hat immer wieder Neuausgaben gemacht. Also die Werke von Marx und Engels, vor allen Dingen die von Marx, waren so gut wie nicht erhältlich. Engels hat die neu herausgegeben mit Vorworten und er hat einiges selbst hinzugefügt. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, in den 1880er, 1890er Jahren, da war Marx schon eine Berühmtheit, aber nur wenige Intellektuelle lasen seine Werke, etwa das Kapital, aber Engels lasen die Leute, also auch innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung. Und schon deswegen war Engels derjenige, der dem Marxismus dann zum Durchbruch verhalten hat. Er hat auch mehrere Anläufe unternommen, immer wieder in 4, 5 Male, um sehr ausführlich darzustellen, was das nun eigentlich ist, diese materialistische Geschichtsauffassung. Und witzigerweise findet man bei Marx die kürzesten und manchmal auch steilsten, missverständlichsten Formulierungen, während Engels derjenige ist, der die Sache sehr differenziert, ausführlich, detailliert darstellt und auch die Vorbehalte einbaut, also etwa zeigt, dass das überhaupt kein ökonomistischer Determinismus ist, ganz im Gegenteil. Er zeigt auch die Rolle des Zufalls, die Rolle großer Personen in der Geschichte. In jeder Beziehung ist Engels eigentlich derjenige, der die reife Formulierung der materialistischen Geschichtsauffassung anzubieten hat. Und auch in diesem Sinne war Engels tatsächlich der Schöpfer dessen, was dann als Marxismus eingegangen ist in die europäische Arbeiterbewegung und danach also eine weltbewegende Kraft geworden ist. Engels propagiert, das nehmen ihm heute noch viele Leute übel, den Sozialismus als Wissenschaft, den wissenschaftlichen Sozialismus. Nun war er nicht der Einzige und er, Marx und er, hatten nicht das Patent auf diese Idee. Andere haben das auch propagiert, zum Beispiel ihr Gegner, großer Gegner Proudhon oder Lassalle. Viele andere Sozialisten behaupteten auch von sich, was sie machten, das sei wissenschaftlicher Sozialismus. Und Engels und Marx, aber Engels hat das, wie gesagt, ausformuliert, immer wieder deutlich vertreten, verstanden darunter zunächst mal eine neue, eine andere Sozialwissenschaft, die sie als so neu betrachteten, dass, wie Engels sagt, alles neu studiert werden muss, die gesamte Geschichte der Menschheit. Nun legte Engels sehr großen Wert darauf, dass es eben nicht nur um Ökonomie ging, sondern es ging auch um die Veränderung der Gesamtgesellschaft. Er hat etwa in seiner Schrift über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats
erneut sehr stark betont, es geht nicht nur um materielle Produktion, sondern es geht auch um die soziale Reproduktion. Das ist mindestens ebenso wichtig wie diese berühmte materielle Produktion und die damit zusammenhängenden Produktivkräfte. Also es geht auch in dieser materialistischen Geschichtsauffassung um Geschlechterverhältnisse, um Familienformen, um die Generationenfolge, um Erziehung, um Tradition und so weiter und so weiter. Engels wie Marx haben es immer vermieden, einen genauen Plan, eine Zukunftsvorstellung auszuarbeiten für das, was dann mal Sozialismus sein würde. Sie betonten, das ist eine reale Bewegung, das ergibt sich aus der Entwicklung des modernen Kapitalismus. Der moderne Kapitalismus, und das ist der Kern ihres wissenschaftlichen Ansatzes, einer sozialistischen Theoriebildung, der moderne Kapitalismus bringt die materiellen, aber nicht nur die materiellen, sondern eben auch die intellektuellen, die mentalen, die moralischen Voraussetzungen für eine neue, veränderte Form von Wirtschaft und Gesellschaft hervor. Und das muss man im Detail studieren. Daraus folgt, und beide, Marx wie Engels, Engels mindestens ebenso stark wie Marx, waren alte 1848er Revolutionäre, radikale Demokraten. Aber sie haben eben gelernt, das folgte aus ihrer Geschichtsauffassung, Revolutionen kann man nicht einfach machen, wenn es einem in den Sinn kommt. Dies sind welthistorische Ereignisse, die sind wiederum an viele historische Voraussetzungen gebunden. Und Engels hatte daran einen ganz entscheidenden Anteil, sicher als Historiker, Geschichtsforscher, der sehr oft gar nicht neue Quellen erschlossen hat, sondern das, was man bereits wusste, das Faktenwissen neu aufbereitet, neu interpretiert hat und dann gezeigt hat, Zusammenhänge aufgezeigt hat, auf die man davor noch gar nicht gekommen war. Engels hat auch sehr gründlich studiert die Entwicklung der modernen Politik im Zusammenhang mit der ökonomischen Entwicklung. Er ist also mindestens ebenso ernst zu nehmen als politischer und Staatstheoretiker wie Marx. Da gehört auch seine Beschäftigung mit dem Militärwesen der Kriegsgeschichte dazu. Und Engels hat sich über den Zusammenhang von Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften sehr viele Gedanken gemacht, sehr Vernünftiges dazu gesagt. Er ist auch ganz anders bei Marx als bei Marx, der das nur als Nebentätigkeit ab und zu mal in Randbemerkungen betreibt. Engels hat sich sehr gründlich mit Methodologie beschäftigt. Also was ist die richtige Methode der Sozialwissenschaften? Was können etwa Sozialwissenschaftler und auch Naturwissenschaftler lernen von der Tradition der deutschen Philosophie? Die Auseinandersetzung mit der Dialektik, die gibt es bei Marx nur in Randbemerkungen, bei Engels geschieht das explizit. Also er ist in jeder Hinsicht ein ebenso wichtiger Kopf und Denker, Theoretiker wie Marx. Und Marx hat das übrigens ganz genau so gesehen. Engels war für ihn der einzige kongeniale Kopf, der einzige Partner in politischer und wissenschaftlicher Hinsicht, den er voll ernst genommen hat. Kapital, Marx Hauptwerk, das wäre niemals zustande gekommen ohne Freund Engels. Engels hat Marx überhaupt erst auf die Spur gebracht, auf die Gleise gesetzt sozusagen. Er war derjenige, von dem Marx zunächst mal gelernt hat, warum ist das so wichtig, sich mit der politischen Ökonomie der Zeit zu beschäftigen. Er hat Marx auch während seiner fast 40 Jahre Arbeit an der Kritik der politischen Ökonomie immer wieder Material geliefert. Er war der wichtigste Gesprächspartner, er war auch der wichtigste Kritiker, obwohl er längst nicht alles wusste. Also Marx hat ihn immer wieder auch im Unklaren gelassen über den Stand seiner Arbeiten. Den ersten Band hätte es nie gegeben ohne Engels Drängen, der also Marx im Nacken saß und sagte, du musst jetzt wenigstens einen Teil veröffentlichen. Und Marx sagte, nein, das will ich nicht, ich will nur alle drei Bände zusammen publizieren.
Wenn Engels nicht gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch zu Marx' Lebzeiten nie erschienen. So haben wir auch den ersten Band des Kapital, der noch zu Marx' Lebzeiten 1867 erschien und der dann noch in einer deutschen und einer französischen Ausgabe anschließend in den 1870er Jahren von Marx überarbeitet worden ist. Ohne Engels hätten wir das nicht gehabt. Dann, als Marx starb im März 1883, hatte er einen riesigen Haufen von unvollendeten Manuskripten hinterlassen für das, was das zweite und das dritte Buch des Kapital werden sollte. Aber er hat diese Arbeit nie zu Ende geführt. Dass wir also überhaupt den zweiten und dritten Band des Kapital kennen, das haben wir ausschließlich Engels zu verdanken. Engels war damals, Marx' Frau Jenny war schon tot. Seine Töchter, die konnten zwar auch Marx' Handschrift lesen, aber sie verstanden nicht besonders viel von Ökonomie. Engels war der Einzige, der davon was verstand, der Marx' Arbeiten kannte, Marx' Denkweise kannte und der seine Handschrift lesen konnte. Also Engels hat in jahrelanger Arbeit den zweiten und den dritten Band des Kapital fertiggestellt. Das heißt, er hat lesbare, halbwegs abgerundete Texte daraus gemacht. Das heißt, was wir also haben zunächst mal, ist eine Bearbeitung von Engels. Erst heute, viele, viele Jahrzehnte später, haben wir auch die Originalmanuskripte von Marx. Die sind inzwischen publiziert worden in der Mega. Aber das lässt Engels Leistungen völlig unbeeinträchtigt. Ohne ihn hätten wir den zweiten und dritten Band des Kapital nie kennengelernt. Ohne ihn hätte es also auch den Marxismus, so wie wir den kennen, nie gegeben. Denn der stützte sich mehr und mehr auf die Kenntnis und die Verbreitung und dann auch die Übersetzungen des Kapital. Engels hat auch jüngere Leute eingearbeitet. Er hat also vieles getan, um die Fortsetzung dieser Editionstätigkeit vorzubereiten. Er ist dann zu früh gestorben, aber er hatte durchaus noch den Plan, also auch das, was wir heute kennen unter dem Titel Theorien über den Mehrwert. Das sind Manuskripte, die Marx in den 1860er Jahren geschrieben hat, 1861 bis 1863, die auch noch herauszugeben. Und wenn er länger gelebt hätte, hätte er wahrscheinlich noch sehr viel mehr publiziert aus dem enormen Haufen von Manuskripten, von ökonomischen Manuskripten von Marx, die er geerbt hatte. Engels war schon beteiligt an der ersten Internationale. Er wurde da dann auch aufgenommen in den Generalrat. Er war der wichtigste Mitstreiter von Marx bei dem Versuch, diesen sehr losen Verbund dann doch zu etwas straffer zu zentralisieren, zu organisieren, was schief ging. Er war dann nach Marx' Tod, eigentlich davor schon, der wichtigste Mann in einem internationalen Korrespondenznetzwerk mit sozialistischen Intellektuellen, mit Gewerkschaftsführern, mit Parteiführern, überall in Europa, auch in Amerika, also auch in allen europäischen Ländern, auch in Russland. Engels war derjenige, der dank seines enormen Sprachgenies mit den Leuten auch in ihrer eigenen Sprache kommunizieren konnte, ohne Schwierigkeiten. Er spielte also eine zentrale Rolle. Er spielte eine zentrale Rolle auch bei der Entwicklung vor allen Dingen der deutschen Sozialdemokratie. Engels war der Mann, der hinter dem Erfurter Programm von 1891 stand. Kautsky hat es geschrieben, aber Engels war also daran beteiligt. Das war einer seiner größten politischen Erfolge. Das war zum ersten Mal eine sozialistische Massenpartei, die sich ein im Großen und Ganzen doch von Marx und Engels inspiriertes politisches Programm gab. Das hat er erreicht und zwei Jahre davor war er die Schlüssel oder eine zentrale Figur beim Zustandekommen der zweiten Internationale 1889, in der er dann wiederum eine zentrale Rolle gespielt hat. Er war nicht nur für die deutsche Sozialdemokratie, auch für die Österreicher, für die Niederländer, für die Belgier, für die Franzosen. Er war der Lehrer und Mentor, der Ratgeber. Er mischte sich nicht ein von sich aus. Er wollte sich da nirgendwo aufdrängen. Er war auch nie Parteimitglied, hatte nie irgendeine Funktion. Er war sozusagen der große, alte, weise Mann in London und alle wandten sich an ihn um Rat
Und überall hatte er geholfen, nicht zuletzt natürlich auch mit Geld. Engels war ein sehr erfolgreicher Unternehmer, Kapitalist, auch Börsianer und hat großzügig zum Beispiel linke Zeitschriftenprojekte unterstützt. Die Österreichische Sozialistische Partei, die kriegte ihre erste Zeitschrift, die Gleichheit, die Viktor Adler, ihr Führer, dann als Chefredakteur betreute, nur weil Engels sehr großzügig einen Haufen Geld zur Verfügung stellte, sodass das möglich war. Also Engels hatte enormen Einfluss. Er hat auch die politische Entwicklung der Arbeiterbewegung in den verschiedenen europäischen Ländern stark beeinflusst. Er hat sie immer wieder gewarnt. Er war sehr wohl bereit, seine politischen Auffassungen zum Teil auch zu ändern. Er war gegen Ende seines Lebens deutlich gegen alle Aufstände, Putsche, Versuche, die Macht zu ergreifen. Das hielt er alles für Unsinn, weil er der Ansicht war, der legale Weg, das allgemeine Wahlrecht, das nützt uns ungeheuer gut. Er erwartete sehr wohl Staatsstreiche von oben, also hielt als alter Radikaldemokrat auch fest am Widerstandsrecht gegen Staatsstreiche von oben. Aber er war der Ansicht, dass man das nicht provozieren sollte und im Gegenteil, dass es sehr sinnvoll sei, auch parlamentarische Arbeit, auch Reformarbeit zu machen, obwohl er immer betonte, das hat seine Grenzen. Das geht nicht endlos und vor allen Dingen kann man nicht frisch, fröhlich so hinten herum über Reformen und noch mehr Reformen hineinrutschen, hineinwachsen in den Sozialismus. Aber man kann den bestehenden Kapitalismus durchaus in Grenzen zivilisieren, zähmen, in eine bestimmte Richtung drängen. Engels war ein Warner. Er sah vieles kommen, was dann auch Wirklichkeit wurde, lange nach seinem Tode. Zum Beispiel hat er den Ersten Weltkrieg kommen sehen und sehr detailliert prognostiziert, also gesagt, was da auf uns zukommen würde. Dieser erste industrielle Krieg mit Millionen Toten, mit unglaublichen Verwüstungen, hat Engels genau vorausgesehen. Und er war auch der Ansicht, dass dieser Weltkrieg aus politischen Gründen ausbrechen würde, weil das Verhältnis der Großmächte in Europa so fragil geworden war, dass sie sich früher oder später in einen großen Konflikt hineinmanövrieren würden. Auch in diesem Sinne, und die Folgerung für Engels war ganz klar, er hat sich dann in seinen letzten Jahren sehr engagiert für Abrüstungspolitik. Auch in diesem Sinne hat Engels auf die Dauer Recht behalten. Er hat auch gewarnt vor der Welle von Patriotismus, die dann kommen würde und er war durchaus skeptisch gegenüber den Möglichkeiten, die organisierte Arbeiterschaft davon sozusagen von dem nationalistischen Fieber zu heilen. Er hat also sehr viel auch Schlimmes kommen sehen, war aber im Großen und Ganzen relativ optimistisch. Er war der Ansicht, also die europäische Arbeiterbewegung ist auf die Dauer nicht mehr aufzuhalten. Sie werden früher oder später in einigen Jahren, Jahrzehnten an die politische Macht kommen und dann wird eine große Umwälzung stattfinden. Er sah also wie Marx auch durchaus die Möglichkeit einer friedlichen, relativ friedlichen Revolution. Aber er sah auch die Möglichkeit, dass das Ganze in einer gewaltigen Katastrophe endet, also in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Auch in diesem Sinne ist also Engels heute noch ein wichtiger Autor für uns, jemand, der so klar absehen konnte, was da alles auf uns zukommt. Und das kann man auch von ihm lernen, wie man das im Einzelnen erklären und begründen kann, was da alles auf uns zukommt.